Im Grunde ist es beim Nachtragshaushalt immer dasselbe. Die politischen Weichen, die werden natürlich mit dem ordentlichen Haushalt gestellt. Und mit dem Nachtragshaushalt werden, wenn wir es so nennen wollen, die Begehrlichkeiten der Landesräte etwas ausgeglichen. Klare Schwerpunkte, die den aktuellen Entwicklungen, die wir derzeit erleben, Rechnung tragen würden, sind, und das haben auch Vorredner schon bemängelt, nicht wirklich erkennbar. Dabei bräuchte es klare Signale und Neuansätze zur Linderung beispielsweise der Wohnungsnot, zur monetären Aufwertung der Pflegeberufe, wurde auch schon angesprochen, zur Verkehrspolitik, für den immer wichtiger werdenden Zivilschutz, für die Sozial- und Familienpolitik, natürlich auch für die Pflege, für die Energiepolitik und insgesamt auch für eine zeitgerechte Ausstattung der Gebietskörperschaften. Es mag sein, beziehungsweise es ist sicher so, dass die letzten beiden Jahre infolge der Corona-Krise außerordentliche Haushaltsmaßnahmen erforderlich gemacht haben. Und hier wäre interessant zu erfahren, wie viel diese tatsächlich gekostet haben, wie viel davon der Staat übernommen hat und wie viel schlussendlich aus dem Landeshaushalt kamen. Und ich habe diesbezüglich auch einen Tagesordnungspunkt eingebracht, der mir zwar in leicht geänderter Form schon zugesichert wurde oder signalisiert wurde, dass dieser angenommen wird. Aber da ich nicht bereit bin, die anderen zurückzuziehen, ist halt nichts. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht ergibt sich auch die Möglichkeit bei der Diskussion dieses Punktes, dass wir darüber diskutieren bzw. einige Fragen stellen können und auch entsprechende Antworten geliefert bekommen. Dieser Nachtragshaushalt weckt angesichts der besonderen Lage natürlich Erwartungen bei Vereinen, bei den Verbänden, Interessensvertretungen und bei der Bevölkerung natürlich insgesamt. Wir diskutieren die Verteilung von Geldern in einer Zeit der Unsicherheit, auch das wurde schon genannt, der Sorge um das wirtschaftliche Auskommen breiter Bevölkerungsschichten im Lichte einer stark ansteigenden Inflation bei gleichbleibenden und real sogar sinkenden Löhnen sowie steigenden Zinsen für Kredite unter dem Eindruck der Ukraine-Krise und deren Auswirkungen, nicht zuletzt auch wegen der Sanktionen, die mit voller Wucht natürlich unsere Bevölkerung getroffen haben. Und hier möchte ich eine Klammer aufmachen. Ich kann mich erinnern, es war heuer ein trauriger Tag, der unsinnige Donnerstag. Das war der erste Kriegstag. Ich wurde da um eine Meinung gebeten. Ich habe damals schon gewarnt vor den Sanktionen, dass die natürlich in erster Linie in unsere Bevölkerung betreffen werden. Und ich wurde wie die Sau durchs Dorf getrieben, belächelt und so weiter. Jetzt spüren wir natürlich die Auswirkungen in voller Wucht und jene, zuvorderst meine ich den EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann, der damals ganz weit den Mund aufgerissen hat, von dem habe ich diesbezüglich nichts mehr gehört, welche Maßnahmen geplant sind, um unsere Bevölkerung vor diesen Sanktionen bzw. den Auswirkungen ein bisschen abzufedern. Dazu kommt natürlich, wie so oft, eine Regierungskrise in Italien, die den Krisenmodus perfekt macht. Die Aufbaugelder der Europäischen Union, auf die anteilsmäßig auch Südtirol natürlich hofft, stehen auf wackeligen Beinen. Und ich bin mir nicht so sicher wie der Landeshauptmann oder wie die Landesregierung, dass alles bereits in trockenen Tüchern ist. Ich habe da vielleicht etwas falsch verstanden, was Sie gesagt haben, aber was diese Gelder anbelangt, glaube ich, sind Zweifel schon angebracht. Die wachsende Zinslast wird sich selbstverständlich nicht nur auf die Kredite und Schulden der Bürger, sondern auch auf jene der Landesverwaltung auswirken. Gibt es diesbezüglich Schätzungen
seitens der Landesregierung, was die Zinslast betrifft, auf die Landesverwaltung, wie sich diese auf die Landesverwaltung auswirken werden. Null. Was sich die Europäische Zentralbank zur Rettung der hochverschuldeten Staaten, zu denen auch Italien gehört, noch alles einfallen lässt, darüber kann man nur spekulieren. Sie haben heute auch gesagt, die Glaskugel haben auch Sie nicht. Fest steht, dass nicht alle Staaten der Europäischen Union länger bereit sind oder bereit sein werden, Sonderregelungen für die Schuldnerstaaten einfach durchzuwinken. Auf eines kann man aber heute schon Wetten abschließen, dass Italien nicht imstande sein wird oder nicht imstande ist, rechtzeitig und unter Einhaltung der EU-Vorgaben die Aufbaugelder einzusetzen. Was Südtirol betrifft, so stelle ich mir bezüglich des Einsatzes von Steuermitteln natürlich auch einige Fragen und wünsche mir oder erwarte mir, dass diesbezüglich auch einige Antworten kommen. Ein paar Gedanken zum Bereich Zivilschutz. Niemand wird bestreiten, dass der Zivilschutz immer wichtiger wird. Südtirol hat das große Glück, auf unzählige freiwillige Helfer zurückgreifen zu können. Die Arbeitsstunden dieser Menschen monetär abzugelten, würde eine Unsumme an Steuergeldern kosten. Daher glaube ich, tun wir gut daran, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Infrastruktur und die Hilfsmittel bereitzustellen, die die Voraussetzung für einen effizienten und zeitgerechten Zivilschutz darstellen. Gerade wenn wir jetzt jüngst auf die vielen Brände der letzten Tage zurückblicken, die Unfälle auf den Straßen, die vielen Freizeitunfälle, Unfälle auf dem Berg und so weiter, wenn wir uns das vor Augen führen, wie viel Einsatz tagtäglich von Freiwilligen in diesem Bereich auch erbracht wird. Und dieser freiwillige Einsatz vollzieht sich natürlich auch im sozialen und kulturellen Bereich. Die verschiedenen Maßnahmen zur Eindämmung von Corona haben dazu geführt, dass gerade der Kulturbetrieb, wenn wir da an Musikkapellen, Chöre, Theatervereine, Künstler und so weiter denken, erlahmt ist. Ich glaube, das kann man so sagen. Umso wichtiger sind jetzt natürlich Unterstützungsmaßnahmen und auch steuerliche Erleichterungen für diesen Sektor. Und dazu ist die Einführung eines staatlichen Registers, glaube ich, die falsche Antwort. Die Landesregierung hat zwar medial bekundet, auf einer Landesregelung zu bestehen, was richtig ist natürlich. Die Unsicherheit bei den Vereinen hat sich jedoch noch nicht gelegt. Daher noch einmal der Appell und der eindrückliche Wunsch an die Landesregierung, erstens in diesem Bereich auch für Klarheit zu sorgen und wirklich sicherzustellen, dass es beim Landesregister bleibt und dass die Hürden für das Ehrenamt abgebaut und nicht neue Hürden aufgebaut werden. Zwei Sätze zur Pflege. Der Bereich der Pflege ist zu einem der wichtigsten Politikfelder geworden. Die demografische Entwicklung und der gesellschaftliche Wandel zwingen uns, diesem Bereich natürlich besondere Aufmerksamkeit zu schenken und auch über neue Konzepte nachzudenken und neue Konzepte zu entwickeln. Das sind wir, glaube ich, der älteren Generation auch schuldig, die effektiv den Grundstein für unseren Wohlstand gelegt hat. Südtirol hat mit Sicherheit sehr gute Strukturen für die Alten- und Pflegebetreuung und dennoch reichen sie oder werden sie künftig nicht mehr ausreichen. Dies gilt sowohl für Strukturen als auch für das Personal. Das viel gepriesene und viel zitierte und viel, über das wir viel gesprochen haben, Händeklatschen, ist längst verstummt, mit dem das Sanitäts- und Pflegepersonal bedacht wurde, als es um den besonderen Einsatz zur Eindämmung der Corona-Erkrankungen ging. Aktuell schallt vielmehr der Ruf nach Personal, nicht nur nach Pflegepersonal, allgemein, Sie haben es heute ja auch schon gesagt, Personalmangel, Fachkräftemangel in allen Bereichen durchs Land. Man kann darüber
streiten oder darüber diskutieren, ob wir einen Pflegenotstand haben oder einen kurzfristigen Engpass. Allenfalls, wie auch immer man das Kind bezeichnet, besteht akuter Handlungsbedarf. Und dabei haben wir noch das große Glück, dass in Südtirol rund 2/3 der Pflegebedürftigen zu Hause bzw. von Familienangehörigen gepflegt werden. Dieser Prozentsatz wird unweigerlich dramatisch sinken, weil sich eben auch die Lebensumstände der Angehörigen, der Familien und so weiter geändert haben und ändern werden. Südtirol hat den Weg der steuerfinanzierten Pflege gewählt, was natürlich sehr sozial, aber auch sehr teuer ist. Und deswegen denke ich mir oft, oder wird es vielleicht unerlässlich sein, dass wir uns auch eingehend damit beschäftigen, wie wir die Pflege langfristig sichern möchten oder wie sie überhaupt langfristig gesichert werden kann. Und kommen wir an einer Beteiligung der Bürger bzw. an einer Pflegeversicherung, wie sie andere Länder haben, vorbei? Oder können wir uns die steuerfinanzierte Lösung weiterhin auch immer leisten? Einen Satz zur GIS. Es war abzusehen, dass die Gemeinden nicht innerhalb Juni imstande sein würden, die neuen Bestimmungen umzusetzen. Daher glaube ich, ist ein Aufschub bis Ende September zu begrüßen. Und kann der Landeshauptmann, ist der Landeshauptmann, ich glaube, dass es zu begrüßen ist, dass dieser Aufschub jetzt bis Ende September, zumindest habe ich es so entnommen. Stimmt das nicht? Dann nehme ich es zurück, wenn ich etwas falsch verstanden habe. Ich habe mir die Notiz so gemacht beim Durchlesen des Berichtes. Ist mir vorgekommen, dass jetzt bezüglich der GIS ein Aufschub bis Ende September möglich ist. Und meine Frage wäre gewesen, ob die Landesregierung sicher ist oder sicherstellen kann, dass es die Gemeinden innerhalb September schaffen, beziehungsweise was passiert, wenn sie es nicht schaffen. Klar, oder vielleicht auch nicht, aber ich habe ja gesagt, ich habe ja auch wenig Ahnung. Verkehr. Letzthin wurde der Verkehr und auch von den Kollegen vorher bereits angesprochen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Tourismus diskutiert. Wie schaut es mit einzelnen Infrastrukturprojekten aus? Und ich stelle die Frage deswegen, weil man leider Gottes, das habe ich vorhin auch schon zum Kollegen Tauber gesagt, als Sven Knoll, glaube ich, Landesrat Alfreider indirekt angesprochen hat, oder direkt angesprochen hat, man bekommt nicht immer Antworten. Und man hat ihn auch selten hier, wo man gerade in solchen Momenten vielleicht auch direkt nachfragen kann. Deswegen die Frage an Sie, und von Ihnen weiß ich, dass da auch eine Antwort kommt. Bezüglich Rickertalschleife, wird die zeitgerecht fertiggestellt? Ist das möglich? Sind in diesem Projekt dann auch die Bahnhöfe Fahren und Chaps noch enthalten und werden diese, wie versprochen, auch gleichzeitig gebaut? Auf diese Anfrage habe ich keine Antwort erhalten. Welches ist der Stand bei den geplanten Ortsumfahrungen Bercha, Kienz, Kastelbell, Forst, Trabland, Döll, beim Küchelbergtunnel, bei der Zulaufstrecke des Brennerbasistunnels im Unterland? Auch dazu haben wir leider keine Antworten erhalten, deswegen vielleicht kann man es in diesem Zusammenhang hier erwähnen. Es ist irgendwo beim Durchlesen das Stichwort mir aufgefallen, A22. Und hier wurde ja in den letzten Jahren mehrmals medial verkündet, man habe die Verlängerung der Autobahnkonzession in der Tasche. Wie ist der aktuelle Stand? Welchen Einfluss hat dabei Ihrer Einschätzung nach die aktuelle Regierungskrise? In diesem Zusammenhang
sei die Frage erlaubt, für welche Vorhaben und Verhandlungen die Landesregierung Verzögerungen erwartet. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt, ob Sie das überhaupt beantworten können. Und abschließend, ähnlich wie Kollege Knoll, auch ich habe mir die Frage gestellt, wohin sich Südtirol politisch entwickeln wird. Und ich, wenn wir von einer politischen Entwicklung sprechen, dann meine ich nicht die parteipolitische Entwicklung, so wie es oft gerade jetzt auch bei den Parlamentswahlen wieder von allen Seiten gepredigt wird, man muss zusammenhalten und Autonomie und so weiter. 30 Jahre Streitbeilegung vor der UNO und 50 Jahre zweites Autonomiestatut, diese beiden Ereignisse möchte ich eigens erwähnen, auch wenn sie natürlich nicht direkt in Zusammenhang mit den Haushaltsmaßnahmen stehen. Es ist aber schon die Autonomie, die seit der Verfassungsänderung von 2001 entscheidende Einschränkungen erfahren hat. Vor allem natürlich durch den Verfassungsgerichtshof. Ohne Verbesserungen für den Minderheitenschutz und ohne Erfolge für die wirtschaftliche Entwicklung in Frage stellen zu wollen, muss die Frage erlaubt sein, in welche Richtung sich Südtirol politisch positionieren will. Die zermürbenden Verhandlungen, von denen wir ja auch immer wieder vom Landeshauptmann erfahren, mit dem Staat, dann noch dazu mit ständig wechselnden Regierungen und die sogenannte normative Kraft des Faktischen legen den Schluss nahe, dass wir auf dem Weg zu einer ganz normalen italienischen Provinz sind. Und wenn sich ein Südtiroler Parlamentarier inzwischen als stolzer italienischer Staatsbürger fühlt, dann wird der Minderheitenschutz in Rom nicht mehr ernst genommen. Ich finde, dass es schon Zeit ist, über die Parteigrenzen hinweg auch konkret ohne Nostalgie und ohne Voreingenommenheit über eine bessere Zukunft Südtirols nachzudenken. Ein eigenständiges europäisches Südtirol ist bestimmt allemal besser als ein Land, das immer und immer wieder den Spielchen, den parteipolitischen Spielchen, aber auch den Befindlichkeiten römischer Politiker ausgesetzt ist. Und ich denke, wir haben das jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen erlebt, wie selten zuvor, wurde auch von allen Seiten diesbezüglich Stellung genommen. Aber ich denke, dass es irgendwann einmal, ich weiß, früher hat man immer gesagt, die Zeit ist nicht reif. Ich glaube, dass bestimmt jeder Einzelne, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und ich denke wirklich, dass man diesen Moment, den Südtirol jetzt gerade in diesen unsicheren Zeiten, die nicht nur in Europa herrschen, sondern auch auf Staatsebene, nutzen soll und nutzen muss, wirklich, wie ich es gesagt habe, darüber nachzudenken, neue Wege zu gehen, darüber nachzudenken, wohin wir dieses Land wirklich politisch bewegen möchten, nicht parteipolitisch, denn dieses Land gehört nicht einer einzigen Partei. Demokratie spielt sich auch nicht so ab, dass man Wahlgesetze schafft, wo andere von vornherein ausgeschlossen sind, beziehungsweise keine Möglichkeit und keine Chance haben, irgendwo eine ernstzunehmende Kandidatur überhaupt anzustreben. Wir haben vorhin kurz darüber debattiert. Sie haben auch vorhin sich zum dahingehend geäußert, fünf gehören uns oder. Das sind so Dinge, die mich persönlich an der politischen Entwicklung wirklich stören, denn ich frage mich, was haben, ich sage nicht alle, aber einige Parlamentarier bzw. Senatoren in den letzten Jahren für Südtirol effektiv konkret getan? Und ist es wirklich so, dass es undenkbar wäre und ausgeschlossen, dass würde ein anderer deutscher Südtiroler, der nicht der Volkspartei angehört, in Rom
Politik machen, gegen Südtirol arbeiten würde oder gegen die Bevölkerung, gegen die Interessen des Landes arbeiten würde. Also mir wird diese Haltung nie eingehen, dass dieses Denken entstammt aus einer Zeit, wo es sicher notwendig war, dass man geeint auftritt, aber mit einer Partei, die inzwischen ist, wie sie ist, ohne jetzt da Gedankenausflüge darüber zu machen. Ich glaube nicht, dass diese Südtiroler Volkspartei noch immer den Anspruch für sich stellen kann, alleine der Ansprechpartner bzw. Vertretungspartner der Südtirolerinnen und Südtiroler aller drei Sprachgruppen meinetwegen auch zu sein, sondern dass es höchst an der Zeit ist, dass man sich gemeinsam umschaut, dass man sich gemeinsam auf den Weg macht, wirklich eine Diskussion vom Zaun zu brechen, was will Südtirol in Rom? Und da ist es notwendig, dass man auch auf andere zugeht und dass man nicht sich Maßanzüge schneidert, wo Demokratie irgendwo auch behindert wird, sondern dass man wirklich mit allen Kräften, ich glaube, wir sind alles demokratisch legitimierte Kräfte in diesem Land, dass man sich zusammensetzt und versucht, dieses Land in eine positivere Richtung zu entwickeln und dass man Abstand nimmt von diesen Dingen, wie ich gesagt habe, den Alleinvertretungsanspruch nach wie vor sich selbst zuschreibt, als ob nur ihr Südtirol richtig und wahrhaftig vertreten könntet. Also ich glaube, dass wir längst davon entfernt sind und deswegen noch einmal der Appell und auch vielleicht von Ihnen diesbezüglich, weil es auch Sven Knoll angesprochen hat, wohin wollen Sie Südtirol? Auch vielleicht äußern Sie sich ja jetzt in dieser Zeit, was haben Sie vor, kandidieren Sie noch einmal, wohin soll Südtirol in den nächsten Jahren sich politisch entwickeln? Vielleicht kann man Sie ja hier anlässlich der Nachtragshaushaltsdebatte diesbezüglich einmal auf eine klare Aussage festnageln.